Moin Moin, 14. Februar 2017 hier in Oldenburg. Ein sonniger Februartag mit blauem Himmel. So sieht es zurzeit auch über Kalifornien aus. Und ich hoffe sehr, es wird die nächste Zeit dort so bleiben. Denn der Oroville Damm droht zu brechen. Ich hoffe, so ernst ist die Gefahr nicht. Die Behörden sagen, so schlimm ist das alles nicht. Aber es ist ein Ort evakuiert worden und die Gefahr ist keineswegs beseitigt, denn es werden weitere Regenfälle in dieser Woche erwartet. High pressure, the dominant feature, bringing us that warm, dry conditions for this Monday afternoon. But there is the leading edge of that next storm. You can tell already the dark greens, the yellows, indicating some good amount of rain with this one. That'll move in. This aircraft over Oroville Dam. Be aware there are helicopters operating 1,500 feet and below. Vielleicht kann ja ein jeder etwas dazu beitragen, dass dem nicht so kommt. Hört sich sehr gewagt an, aber mit geeigneten Gedanken, Meditationen, Visualisierungen ist das vielleicht zu beeinflussen. Ich bin gar nicht so der Meditationsheini. Eigentlich kann ich das gar nicht. Ich kann einfach nur mal nett dran denken. Ich bin also keineswegs Vorkämpfer, aber es gibt ein Video von einem Windmacher, so nenne ich ihn mal, der mit Gedankenkraft in Amerika so kleine Windböen hervorruft. Und wenn das geht, kann man ja vielleicht auch Regenfälle abwenden, die derzeit Kalifornien bedrohen. This is Michael Grubb, AMI. Doing a demonstration and blasting, one of my fortes. See that? So I reach in, and oftentimes if I need extra stuff, that's when you'll hear me. Weitere Frage ist dann natürlich auch, ob das ein natürliches Wetterphänomen ist oder ob das auch mit Geoengineering zu tun hat. Ja, eine feste Meinung dazu habe ich nicht, aber ich halte das für möglich. Und dieser globalen Negativelite, die uns regiert, ist kein geschlossener Block, sind verschiedene verfeindete Gruppen auch, aber es ist eben eine negative Elite und der ist wirklich alles zuzutrauen. Die haben ja auch die Kriege organisiert, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, und die wollen auch gerne den Dritten anfangen, was aber nicht so recht klappt. Also insofern können wir wirklich dankbar sein. Wir haben 2017. Es ist in Deutschland die Lage einigermaßen ruhig. Es ist kein Bürgerkrieg hier. Es läuft alles viel, viel besser, als es noch vor einiger Zeit zu befürchten war. Also insofern darf man hier begründeten Optimismus an den Tag legen, dass wir durch die letzte Phase dieser Herrschaft der globalen Elite, der Illuminaten, wenn man das mal so nennen will. Also man kann begründete Hoffnung haben, dass wir da halbwegs unbeschadet durchkommen. Und das soll es für heute mal gewesen sein. Viele Grüße vom Ralf.